Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Ankündigung. Ja, zum einen haben wir am 16., also vor ein paar Tagen in der Vergangenheit, nicht gespielt. Das lag einfach daran, dass wir nur drei Spieler waren und TGN hatte Probleme mit dem Internet und deswegen fehlte uns da ein Spieler. Das heißt, deswegen gibt es die Folgen vom 16. leider nicht. Die wir dann am 23. eigentlich spielen würden, aber auch da fehlen uns zwei Leute, sodass wir wieder nicht vollständig wären. Und daher wird es erst die nächsten DSA-Folgen am oder nach dem 30. geben. Wir spielen ja immer auf dem Sonntag und der 30. wäre dann der Termin, wo wir spielen würden. Und dann muss ich natürlich wieder ein bisschen schneiden, bearbeiten und wenn ihr ganz viel Glück habt, kommt das dann am Montag, oder vielleicht am Dienstag oder sowas, ne? Also ihr kennt das ja, 15 Uhr geht's dann weiter. Dann zum einen Punkt, Spieltermine, die dann ausgefallen sind oder ausfallen werden. Das ist aber auch bedingt, und das ist der zweite Punkt, dadurch, dass uns leider zurzeit ein Spieler fehlt. Das ist Rodrigo bzw. Johnny, der ja seit der allerersten Folge mit dabei ist, mit seinem Rodrigo. Und der mir bisher auch noch nie krank geworden ist. Also der war bisher in jeder Folge dabei. Und der ist jetzt leider krank geworden. Ich wollte da eigentlich wenig zu sagen, aber naja, das dauert jetzt vielleicht ein bisschen länger. Was länger bedeutet, weiß ich selber nicht, aber er ist krank. Und dementsprechend kann Rodrigo, wird er erstmal andere Dinge tun. Da sich das mit Wascha gerade aber auch so verknüpft hat, dass die beide vielleicht als In-Time-Pärchen der zusammen herumlaufen und es wenig Sinn macht, dass Wascha jetzt ohne Rodrigo Dinge tut, wird Wascha wohl auch dann nicht weitermachen und pausieren. Aber keine Sorge, die Spielerin von Wascha, also Scuffy, bleibt erhalten und wird dann höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht, einfach den Charakter wechseln. Und wenn dann später im Verlauf Johnny wieder gesund ist und dann mit seinem Rodrigo wieder dazustößt, dann kommt auch Wascha wieder. Genau. Kurz angemerkt dazu, OT, die beiden Spieler sind nicht zusammen. Also falls ihr euch das gefragt habt, nein, die sind nicht zusammen. Johnny hat eine Freundin und das ist nur eine Rollenspielbeziehung. Fand ich aber auch ganz interessant. Genau, das heißt, dieses Duo-Konzept, was sich dann da so entwickelt hat mit Wascha und Rodrigo, fällt erstmal flach. Das heißt, Wascha wird auf einen anderen, oder Scuffy wird auf einen anderen Charakter wechseln. Ja, und dann haben wir halt drei Stammspieler, also Ephadios, Yharlan und dann Dejean. Und Wascha ist dann halt, ja, wird dann irgendwie zusammen mit Rodrigo irgendwo anders verbleiben. Und ja, dann bekommen wir halt eine neue Spieler, also einen neuen Charakter mit der gleichen Spielerin. Zudem wird es wohl auch einen neuen fünften Spieler geben, der dann die Lücke auffüllt, die Johnny dann erstmal hinterlassen wird. Dann sind wir wieder fünf Leute. Was das genau wird, kann ich euch noch nicht sagen. Da sind wir gerade am heraustüfteln. Vielleicht ein Kampfmagier, mal gucken. Der würde dann so ein bisschen in die Lücke passen zwischen Yharlan und Prinigean. Weil Prinigean bisher ja nur den Ignifaxius kann. Müssen wir einfach mal gucken, was es wird, aber da weiß ich auch bisher noch nicht so viel. Gut, dann war es das dazu. Ja. Ich freue mich auf alle Fälle, wenn es weitergeht. Jetzt in den zweiten Einstieg der Blutigen See. Ich habe euch hier schon mal die Schiffskarten aufgerufen. Die sind ja, wie ihr schon kennt, von mir geeicht. Hier oben ist nochmal die Lamia angezeigt. Was an sich jetzt gar nicht so, ja, Lamia hat in dieser Kampagne nichts zu tun, aber den Schiffstypus, den gibt es ja weiterhin. Das Schiff hier solltet ihr eigentlich auch kennen, das ist dann eine Trireme, beziehungsweise das, der Plan der Seeadler. Hier sind dann so kleinere Talucken und hier ist dann eine Dämonenarche abgebildet, dazu allerdings dann im Verlauf der Kampagne mehr, denn die muss erforscht werden. Freue ich mich auf alle Fälle riesig drauf. Denn ja, ihr habt es ja jetzt in der Kampagne, in der Folge, lass mich nicht lügen, 32.4. Hattet ihr es ja schon gesehen, wenn dann da ein Dungeon auftaucht, ein Schiffsmonstrum, was sich verändert und so weiter. Das wird sicherlich sehr cool werden.
Ja, genau, das noch einmal der aktuelle Routenplan. Sie sind immer noch in Kuntium und wollen dann OT wissen Sie das schon, IT noch nicht, wollen dann von Kuntium nach Valusa aufbrechen. Aber wie es dann dazu kommt, werdet ihr dann auch erfahren. Gut, hier ist auch schon mal die Karte vorbereitet. Ihr kennt das schon mit unsichtbaren Token, mit Göttersymbolen, wo dann eben jeder weiß, wo der Tempel ist und so weiter. Aber wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und gehabt euch wohl.